Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Ich befinde mich auf dem Testserver für die kommende Version 1.5. Wenn ihr die selber spielen wollt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link mit allen Informationen, den Patchnotes und auch der entsprechenden Downloadmöglichkeit, wo ihr euch den Testserver selber runterladen könnt und mit eurem normalen Account spielen könnt. Was für Änderungen stehen uns denn mit 1.5 ins Haus? Und man muss schon sagen, das sind eine Menge. Viele Sachen davon, die in den letzten Wochen angekündigt wurden, finden einen Weg in die Version 1.5. Alles das, was hier auf dem Testserver zu sehen ist, ist natürlich immer noch ein bisschen unter Vorbehalt. Da können auch nochmal Änderungen passieren. Ich möchte euch in dem Video die Änderungen nicht zu detailliert vorstellen. Die findet ihr auch nochmal, wie gesagt, detailliert in dem Link, der auch in der Beschreibung ist. Ich möchte kurz nur alles erwähnen, was dabei ist und euch dann zwei Gefechte mit den neuen schwedischen Medium-Panzern im Replay zeigen. Einmal mit dem 8er, dem UDES 14.5 und dann noch ein Gefecht mit dem Tier 10er, mit dem UDES 15-16. Und das ist auch der erste Punkt in den Patch Notes. Neue schwedische mittlere Panzer ab Tier 8, also ein neuer Zweig, ein 8er, ein 9er und ein 10er. Was ist das Besondere an den Fahrzeugen? Ihr seht es schon, die sind auch sehr flach, ähnlich wie die TDs. Sie haben eine Hydraulik, die ähnlich wie bei den Schweden-Jagdpanzern funktioniert. Allerdings muss man die nicht manuell aktivieren, sondern die wird aktiviert, sobald man unter eine gewisse Geschwindigkeit fällt, und sie wird deaktiviert, wenn man wieder über eine gewisse Geschwindigkeit fällt oder fährt. Und wenn man in diesem, sag ich mal, in diesem Hydraulik-Modus ist, dann ist es wie bei den Schweden-TDs, dass man die Wanne quasi hinten hochkippen kann und dadurch den Geschützneigungswinkel deutlich erhöhen kann. Alles andere, was noch wichtig ist zu den schwedischen Mediums, werde ich euch während der Replays erzählen. Was kommt noch? Die schwedischen schweren Panzer werden überarbeitet. Dazu gab es in der Vergangenheit auch schon mal einen Artikel. Die bekommen weniger Granaten im Magazin, dafür natürlich einen kürzeren Reload. Lohnt sich da auch mal reinzuschauen, vor allem wenn man die selber schon hat. Was gibt es noch? Es gibt, wie angekündigt, den möglichen Ausschluss von Karten. Das Ganze findet ihr hier oben. Wenn ihr auf euren Namen klickt, seht ihr Kartenausschluss hier. Wie auch im Video für den neuen Premium-Account angekündigt, hat man mit dem World of Tanks Premium-Account dann die Möglichkeit, zwei Karten auszuschließen. Alle anderen Spieler von euch haben die Möglichkeit, eine Karte auszuschließen. Und dann sind wir auch schon am nächsten Punkt. Das World of Tanks Premium-Konto, das neue, was ich ja auch schon im Extra-Video behandelt habe, auch da nochmal den Link in der Videobeschreibung, wird mit Version 1.5 eingeführt. Die Artis werden überarbeitet. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Da könnt ihr auch nochmal in die Videobeschreibung gucken. Die gewerteten Gefechte kommen zurück. Und was ich auch noch gelesen hatte, Panzer für Anleihen wird jetzt getestet. Man kann wohl demnächst Panzer für Anleihen kaufen. Wenn man in den Shop geht, dann soll das unter Panzer für Anleihen sein. Das wird dann wohl hier sein. Und dann kann man sich hier beispielshaft diesen T2 Light kaufen. Was da alles noch für Panzer kommen, ist im Moment nicht bekannt. Und der letzte Punkt, der auch noch mit 1.5 kommen soll, ist die Überarbeitung der High-Tier-Japan-Heavies, also Type 4, Type 5. Dazu habe ich jetzt kein Video gemacht, aber den Artikel findet man auch auf der World of Tanks-Seite. Und der FV-4005, also der Sternzerstörer, der Todesstern, der Kinderwerfer, wird auch überarbeitet. Also ihr seht schon, ein Patch, der sehr viel Inhalt hat. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal in den Artikel reinzuschauen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns zwei Replays an mit dem 8er Schweden Medium und mit dem 10er Schweden Medium. So, wir sind in der ersten Runde mit dem UDES 14.5. Das ist der Tier 8 Medium, der jetzt ins Spiel kommt, der Schweden. Wir sind hier in einem 10er Gefecht auf Overlord oder D-Day.
Wie schon angekündigt, die haben alle diese Hydraulik, die aber im Gegensatz zu den Jagdpanzern automatisch aktiviert wird, wenn ihr unter eine Geschwindigkeit fallt, und auch wieder deaktiviert wird, wenn ihr über eine gewisse Geschwindigkeit dann wieder fahrt. Grundsätzlich, von der Mobilität her ist es so, die sind nicht mega mobil. Sie sind aber auch nicht mega langsam. Gerade hin zum 10er wird es ein bisschen besser. Also der 9er und der 10er von der Mobilität fühlt sich so ein bisschen an wie der Italiener. Der 10er Italiener. Der ist auch so ein bisschen so ein bisschen weich. Und das, also so kann man das ungefähr beschreiben. Also die haben ein gutes Leistungsgewicht. Aber sind auch halt, wie gesagt, nicht mega schnell. Von den Kanonen her sind das alles so High-Alpha-Kanonen. Also der 8er hier, der hat jetzt ein Alpha von 360. Und der 9er hat dann ein Alpha von 390. Und auch der 10er hat dann ein 440er Alpha sogar. Also das ist für Medium sehr, sehr ungewöhnlich. Und das habe ich auch gemerkt in der Spielweite. Das ist ein bisschen, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Hier diese Situation, die wir jetzt hier haben, die ist so ein bisschen, ja, beispielhaft, wie, glaube ich, diese Panzer gefahren werden sollten in Zukunft. Sie verleiten durch diesen Siege-Modus, der automatisch aktiviert wird, gerne dazu, dass man die Teile wie einen Jagdpanzer fährt. Das funktioniert aber leider nicht. Weil die haben Kanonen, haben zwar einen guten Alpha, aber die haben auch eine relativ schlechte Genauigkeit. Also der hier, der 8er, 0,38 Genauigkeit. Und die Pennwerte sind auch weit weg von den Jagdpanzern der Schweden. Der hat jetzt hier 217 Standard und 253 auf der Premium. Und das ist beides APCR. Beim 9er ist diese Kombination genauso. Bei der 10er hat als Premium Heatgranaten. Zur Panzerung kann ich aktuell noch nicht wirklich viel sagen. Auf Tanks GG sind zum Zeitpunkt der Aufnahme die Models noch nicht drin. Es ist aber so, also der 8er ist gefühlt relativ weich. Der 9er und der 10er haben bessere Türme, sind auch nochmal flacher. Und wenn man die dann wirklich an so einem Hang hinstellt und mit diesem Siege-Modus arbeitet und die sehr, sehr gute Gun-Depression arbeiten lässt, dann kann da auch schon mal was bouncen, beziehungsweise bleibt auch gerne in den Ketten hängen. Muss man aber die nächsten Tage auch nochmal bei Tanks GG reinschauen, wie denn die konkreten Panzerungswerte aussehen. Gerade was so Overmatching angeht, ist das im Moment, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme mir nicht so richtig klar. Also es ist einfach, die Information fehlt einfach. Ansonsten, ja, sehr langer Reload, muss man sagen. Die DPM ist nicht mega hoch. Also es ist im Prinzip eine Kombination aus von der Mechanik her wie ein Jagdpanzer, von der Mobilität her wie ein langsamer Medium oder ein eher mäßig mobiler Medium. Und von der Kanone, dann geht es fast schon Richtung Heavy. Vor allen Dingen, wenn man sich die Genauigkeitswerte und auch den Alpha anschaut. Das muss man mal abwarten. Also ich glaube, dass die Spielweise mit diesen Panzern, das wird nicht so einfach, wie man denkt. Was man auch noch zu dem Siege-Modi wissen sollte, dass die Gun Depression nur gut ist und nur funktioniert, wenn man quasi die Kanone parallel zur Wanne ausgerichtet hat. Wenn man also steht und die Kanone 90 Grad nach links oder rechts zieht, oder sagen wir mal über einen gewissen Winkel hinaus, dann erhält man nicht diese bessere Gun Depression. Warum auch immer das dann mit der, ja, das hat dann einfach mit der Wanne halt zu tun. Die wird ja nach oben geknickt und zur Seite funktioniert es dann scheinbar nicht ganz so gut. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Hier in der zweiten Runde sind wir jetzt auf Lost City in einem Tier 10 Only Gefecht mit dem UDES 1516. Das ist dann der 10er Medium. Und ja, der ist auch von der Bauweise, wenn man sich den mal so ein bisschen anschaut, gerade auch mit diesem Storage hinten dran, doch sehr, sehr ähnlich zum Stritzwagen 103B. Also die Ähnlichkeit ist schon zu sehen. Einerseits in dem flachen Profil mit diesem Storage hinten dran. Er ist ein bisschen größer, er ist ein bisschen bulliger.
Er ist aber von der Mobilität, würde ich sagen, auch kann man durchaus mit dem Stritzwagen vergleichen, mit dem Unterschied, dass der rückwärts hier, also der Medium, nicht so schnell fährt wie der Stritzwagen. Neigungswinkel nochmal Thema, also wenn man nicht in diesem Siege-Modus ist, wenn man ganz normal rumfährt, hat der 8er 6 Grad, der 9er 5 Grad und der 10er wieder 6 Grad. Und erst, wie gesagt, wenn man in diesem langsamen Modus ist, das sieht man auch, wenn man langsam fährt, wird das Symbol eingeblendet, dann kommt man auf bis zu minus 13 Grad. Noch ein paar Worte zur Mannschaft. Die haben nur eine 3-Mann-Besatzung. Ja. Das heißt, der Lanzen C, der gerade vor kurzem ins Spiel gekommen ist, ist nicht geeignet, die Mannschaft, oder nur bedingt geeignet, die Mannschaft für diesen Panzer auszubilden. Tatsächlich muss man sich wieder, oder soll, was heißt wieder, wenn man den noch nicht hat, sollte man halt vielleicht drüber nachdenken, den 6er Premium Medium der Schweden zulegen, denn der hat das gleiche Mannschaftslayout wie diese schwedischen Mediums, die jetzt auf 8, 9 und 10 eingeführt werden. Das ist, ich verstehe es nicht so richtig. Gut, der Lanzen hat jetzt von der Art und Weise eher was mit dem Leo, also mit dem Siemer zu tun. Ja, aber dass man dann am Ende dann doch den 6er braucht, der schon vor 2 Jahren ins Spiel eingeführt worden ist. Ich glaube, zur Gamescom 2017. Ich glaube, zur Gamescom 2017 hat Quickie Baby den das erste Mal gezeigt, bilde ich mir ein. Das ist schon, vielleicht war es doch schon 2016, ich weiß es gerade nicht mehr. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Kommen wir nochmal kurz zu dem 10er hier, die Kanone, eine 12 cm Kanone mit 440 Alpha. Also der Alpha für den Medium echt gut, da kommt halt nur noch das, glaube ich, das Objekt 430 U ran, wenn ich mich recht erinnere. Korrigiert mich, wenn es noch andere Mediums mit dem Alpha gibt. 0,35 die Genauigkeit, also auf Tier 10 ist es dann doch wieder ein Medium, das geht, damit kann man arbeiten. 2,2 Sekunden die Einzielzeit, das ist eher so, ja, ja, also, übrigens, wie ich den Schuss hier gepennt habe, ich habe keine Ahnung. Das ist so okay, aber das geht auch deutlich besser. 254 Pen auf der APCR, das ist die Standardmunition, das ist, ja, wie soll ich sagen? Also, das ist okay. Aber es gibt natürlich Mediums mit 390er Alpha, die da deutlich besser aufgestellt sind. Die Premium Heat sind 310 Pen. Das ist dann wieder in Ordnung. Und ansonsten braucht man nicht viel dazu sagen. Auch hier bei ihm ist es so, dass die DPM, ja, sie kommt durch den Alpha. Aber auch hier ist der Reload eher länger, als man es vielleicht von Mediums gewöhnt ist. Aber das liegt halt einfach eher daran, dass die Teile so einen krassen Alpha haben. Und das ist, wie gesagt, diese angesprochene Kombination aus einerseits Jagdpanzer, Medium, weil er natürlich nicht so mega hart ist. Also, wenn man den nicht gerade hold down stellt, ist der relativ einfach pennbar. Also, die Wanne vorne, wir können mal, jetzt kann ich gerade nicht gucken, wenn die Kamera drauf ist. Also, der hat vorne, können wir mal gucken, in eine relativ gerade Wanne, Unterwanne, da kann man den auf jeden Fall durchschlagen, das ist kein Problem. Wenn man den aber halt hold down steht, dann ist einfach durch den Winkel ein Auto-Bounce gegeben. Wie gesagt, wie es, hier hat man gesehen, dass die Kanone nicht runterbekommen habe. Wie es dann mit den effektiven Panzerungswerten aussieht, ob die Video-Overbatchbar sind, das muss man dann mal schauen. Was man auch sagen muss, sie haben zwar eine gute Gun-Depression, aber es ist jetzt nicht so, dass die Gun Depression direkt aus der Kanone selber und im Turm herauskommt. Also, dass man einfach relativ schnell hoch und runter die Kanone bewegen kann. Nein, die Gun Depression kommt ab einem gewissen Wert halt aus der Wanne. Und diese Hydraulik, die ist ein bisschen träge. Und das macht es manchmal, hier hat man übrigens jetzt die Wanne gesehen, einfach zu durchschlagen. Und das macht es tatsächlich manchmal so ein bisschen, ja, wie bei den TDs halt. Das dauert halt so eine halbe Sekunde, bis wirklich die Wanne hochgefahren ist. Und das kann halt schon die Zeit kosten, die man eigentlich reagieren muss. Und ja, also einfach zu fahren sind die, glaube ich, nicht. Da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Man darf sich, glaube ich, nicht so krass verleiten lassen, dass man die wie einen TD fährt. Weil dafür fehlt einfach die Pen und auch die Genauigkeit.
Man muss schon die Mobilität ein bisschen einsetzen und vielleicht versuchen, die Gegner eher zu flankieren. Und dann kann man mit denen, glaube ich, ziemlich Spaß haben. Trotzdem ist es wieder von der Art und Weise, sie zu spielen, was komplett Neues. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da auf die Ergebnisse. Völlig egal jetzt hier auf dem Testserver. Schaut in die Videobeschreibung, dort habe ich euch die ganzen Links nochmal reingepackt, von denen ich jetzt gesprochen habe. Schreibt gerne mal eure Meinung zu diesen schwedischen Medium-Panzern in die Kommentare, was ihr von denen haltet und auch von den Änderungen, die sonst noch so kommen. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos, beziehungsweise morgen am Samstag oder halt am Sonntag am 13. und 14. auf der TwitchCon im Livestream. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.